Game on, hier beim Dart-Professor. Heute schauen wir uns mal die erste dreistellige Zahlen an, auf vielfachen Wunsch. Auch hier war der Arne wieder beteiligt. Und zwar die 104. Und es ist ein Weg, da kommt man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort drauf. Solltest du mal ein Video über die Grundprinzipien des Finnischen noch nicht gesehen haben, schaust dir auf jeden Fall an. Und natürlich Abo dalassen, Glocke drücken. Und schon starten wir durch. Triple 20, 20, Doppel 12. Eigentlich ein ganz cooler Weg, weil wir ja oft auf die Triple 20 werfen. Allerdings bei 104 gibt es natürlich zwei, drei Zahlen, die sollte man auf keinen Fall treffen. Wenn ich nämlich bei der 104 die 1 treffe, habe ich 103 mit 2 Darts Rest, kann ich nicht mehr ausmachen. Ebenso die 5, die neben der 20 liegt, ist auch eine richtig doofe Zahl. Dann habe ich nämlich 99 Rest mit 2 Darts, kann ich auch nicht ausmachen. Also sollte ich diesen Weg gehen, dann muss ich echt vorsichtig sein, ich darf wirklich nur die 20 treffen. Auch wenn ich beim ersten Tag die Triple 20 treffe, habe ich 44 Rest und gebe im zweiten nochmal auf die 20, habe ich auch hier wieder die Chance, dass ich die Triple 20 nochmal treffe, dann hätte ich überworfen. Also schaut ganz cool aus, hat aber ganz viele, ja, kleine Stolpersteine dabei, muss man sich überlegen, ob man den Weg geht. Single 18, Triple 18, Doppel 16. Ja, mit Doppel 16 aufhören ist natürlich immer sau cool. Aber auch hier habe ich bei dem Weg wieder ein kleines Problem. Ich darf auf keinen Fall die 1 treffen. Ja? Also habe ich die 1, dann habe ich wieder 103 mit 2 Darts Rest, habe ich also keine Chance mehr. Treffe ich wiederum die 4, das geht noch. 100 Rest, Triple 20, Doppel 20. Also aufpassen. Fange ich mit der Triple 18 an, hätte ich 54 Rest und treffe die, hätte ich 50 Rest, treffe nochmal die Triple 18. Dann hätte ich auch wieder überworfen, also auch hier noch ein kleiner ja, Stolperstein, den man hat. Kann man spielen, muss man aber nicht. Single 19, Triple 19, Doppel 14. Krasser Weg, weil man eine gerade Zahl hat, 104, und wirft auf eine ungerade. Aber dadurch, dass wir eh einen Triple brauchen, macht es nicht wirklich einen Unterschied. Von daher, auch wenn ich mit der Triple 19 anfange, kann ich mich dann noch mit 15, Doppel 16 auf den Finish stellen. Also eigentlich ein ganz cooler Weg. Schauen wir mal die Zahlen daneben an. Wir haben daneben die 3. Treffe ich die 3, habe ich 101 Rest. Ist noch möglich mit Triple 17. Bullseye, also kann ich gehen, ist zwar nicht schön und noch ziemlich schwer, geht aber. Treffe ich die 7, ja, habe ich 97 Rest, Triple 19 Tops, geht also auch. Also schon ein bisschen eine coolere Variante. Fange ich mit der Triple 19 an und gehe dann auf die Single 19, auf Doppel 14 zu gehen. Das mache ich natürlich eher nicht, weil Doppel 14 jetzt nicht so das schönste Doppel ist. Also schon eigentlich ein ganz gangbarer Weg mit wenig Fallen. Ja, fleißige PDC-Gucker haben den Weg wahrscheinlich schon öfters gesehen bei 104. Und zwar Triple 16 oder Single 16, je nachdem. Hat ja riesen Charme, weil mit Triple 16 mit Triple 16 Single 16 kann man sich eben auf die Doppel 20 stellen, also ein schönes gängiges Doppel. Und es ist völlig egal, was ich daneben werfe. Daneben ist die 8. Ja, habe ich 96 Rest, kann ich mich schön mit Triple 20 auf Doppel 18 stellen. Treffe ich die 7, habe ich 97 Rest, kann ich mich mit Triple 19 auf Doppel 20 stellen. Treffe ich die Triple 16 und dann nochmal die Triple 16, stehe ich auf 8 Rest, also habe auch nicht überworfen. Das heißt, egal was ich da rumsrum treffe, ich kann immer ausmachen. Von daher, mein absoluter Favorite Weg spiele ich immer bei 104, kann ich nur empfehlen. So, also 104. Single 16, Triple 16, Doppel 20, der Weg. Wir wissen Bescheid und dann sehen wir uns demnächst.
im nächsten Video hoffentlich und vergesst nicht das Abo und die Glocke. Bis dahin, wenn es wieder heißt, mach's aus jetzt! Euer Dart-Professor.